Deeper into Madness. Wir gehen immer tiefer. Und jetzt gehen wir immer schneller. Speed is key. Alright, alright, alright. Willkommen zu Nathans. Wir werden wieder gefistet in dem Kapitel namens Deeper into Madness. In dem letzten Kapitel sind wir gefistet worden. Und wir werden jetzt gefistet. Es ist Ewigkeiten her, aber ich erinnere mich 100% an diesen Raum. Das ist der Anfang. Diese Steinplatte ist der Anfang. Der ganz erste Level. Wir sind da oben runtergefallen von irgendeinem komischen Monster. Lucy ist hier runtergefallen auf die Platte. Bratsch, kaputt gemacht. Und dann sind wir hier weitergegangen. Und jetzt sind wir wieder hier. Alles, was wir gespielt haben, war umsonst. Oh cool, es wiederholt sich. Nice. Ja, das macht Laune. Das macht Laune. Oh, hier ist was zum Ducken. Na gut. Oh, warte, doch, das ist doch anders. Es wiederholt sich nicht. Es wiederholt sich nicht. Es ist immer was Neues. Okay, fuck it. Oh, ich lauf schneller. Die Musik wird schneller. Ich lauf schneller. Okay. Ich lauf noch schneller. Speed is key. Fuck this shit. Turbo! Es ist schief! The fucking game ist schief! Was passiert hier? Ich weiß immer noch nicht, warum wir... Okay... Okay! Wir sind runtergefallen. Aber wir fallen gleichzeitig runter und... kommen hoch. Während wir runterfallen, kommen wir hoch und landen auf die Platte. Versteht ihr? Nicht? Warum nicht? Ich verstehe das. Ich verstehe das Spiel voll. Okay. Musik hat aufgehört. Ich bin wo Neues. Aber auch das kommt mir wieder bekannt vor. Das kommt mir übelst bekannt vor. War ich hier nicht schon mal? Nee, ich war hier nicht. Das ganze Spiel hat bisher noch null Story, null Sinn. Wozu, was, wieso? Es ist einfach nur dazu da, meinen kleinen armseligen Verstand zu rapen. Und uns mit Dubstep zu fisten. So ungefähr könnte man Nathans beschreiben. Du spielst ein Puzzle-Game, während du von einem zwei Schwarzen gefistet wirst. Die dabei noch Dubstep spielen. Okay, hier geht's weiter. Okay. Das letzte Kapitel war super. Das letzte Kapitel war... super. Genau, Stan. Zwei Gänge. Einer leuchtet Licht, einer nicht. Wir suchen den Kühlschrank des Lichts. Wo gehst du rein? Da, wo kein Licht leuchtet. Awesome. Wo bin ich? Ich sehe nichts. Okay. Grafikfehler. Das hier... oh, Jesus. Das sind keine Grafikfehler. Das sind Schatten. Schatten, an die wir uns orientieren sollen. Wohin man laufen muss. Aua. Das Spiel tut weh. Das Spiel tut echt weh. Das Spiel tut echt weh. Hätte ich mal doch lieber den Lichtgang genommen, dann wäre es genau andersrum wahrscheinlich. Vielleicht, wer weiß. Man weiß bei diesem Spiel sowieso nie was. Das ist das Originellste, was ich je gezockt habe. Deswegen spiele ich es weiter. Weil es so originell ist, weil es einfach mit Ideen vollgepackt ist und einen kaputt macht. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt, was ich jetzt mache, richtig ist. Anscheinend schon, weil es wird wieder grau. Awesome! Wieder die komischen Geräusche. Ein Schattenmonster, was ganz am Anfang war, ist überhaupt nichts mehr zu sehen. Das finde ich seltsam. Das finde ich übel seltsam. Vielleicht war das auch einfach nur so, ey, Ach, hier ist offen. Okay, sag das doch.
Ist ja nicht so, dass man das sieht, ne? Bullshit. Okay. Ich mach mit. Ich mach bei meinem Spielchen mit. Ah. Das Licht des Kühlschranks. Wir haben endlich den perfekten Licht. Die perfekte Lampe gefunden für unseren Kühlschrank. Holy shit. Wir haben's geschafft. Vielleicht. Okay. Okay. Keine Panik. Die Franzosen spielen mir nur ein Grattenlied. Nichts Ungewöhnliches. Ich war noch nicht in Frankreich. Aber. Ich verstehe es nicht. What the fuck? Wir haben einen Lichtwürfel gefunden. Und warum passieren jetzt hier solche Gestalten? Ich weiß, man sollte bei dem Spiel keinen Sinn dran sehen. Oder es ist einfach nur Kunst und man sollte die künstlerische Seite sehen. Aber ich muss auch halt irgendwas kommentieren. Das ist normal. Das ist normal. Wie sehr mich das Spiel verstört. Oh, wir kriegen auch gleich noch einen Kühlschrank dazu. Nicht nur das Licht, wir kriegen auch einen Kühlschrank dazu. Guckt euch das an. Okay. Es ist ein Tür da. Okay. Oh, das ist, die Lampe ist ja noch viel besser für meinen Kühlschrank geeignet. Okay, lass mich raten, die projizieren. Türen. Irgendeine davon kann man bestimmt reingehen, wette ich mit euch. 100 fucking pro. Eine davon eine Tür. Ich wusste es. Ich habe das Spiel verstanden. Oder das ist die Tür, wo ich rau hergekommen bin. Nee, das ist die Tür. Ohne Scheiß, Leute, ich bin absolut abgefuckt gerade. Ich sehe so viele unterschiedliche Sachen, so viele unterschiedliche Bilder. Und es ergibt alles 100% Sinn. Ich war noch nie so sprachlos beim Spiel, weil ich einfach nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Lasst es auf euch wirken. Lasst es auf euch wirken. Deeper into Madness heißt dieses Kapitel. Guten Grund, weil Lucy anscheinend jetzt vollkommen bonkers ist. Und das Einzige, das sich nicht bewegt. Okay, sorry. Hab dich angefasst. Kleine Theorie. Ich habe so das Gefühl, ich muss sie alle berühren. Yes. Theorie ist gut gewesen. So, einer noch. Ist ein kleiner Klumper Haufen hier. Nice. So. Alle drei berührt. Jetzt habe ich hier noch besser. Jede Lampe, die mir hier bieten, ist besser als die letzte davor. Also wenn ich damit keinen ganzen Kühlschrank vollpacken kann, dann weiß ich auch nicht. Warum bin ich wieder hier? Game, warum bin ich wieder hier? Why are you doing this? Oh, das sind Puzzleräume. Das sind Puzzleräume, okay. Verstehe. Ist jetzt der offen? Nö. Ah, naja, Raum. Obwohl ich das Ding da schon zweimal berührt habe. Das sieht awesome aus. Sau cooler Effekt. Sau geiler Effekt. Ohne Scheiß. Das sieht richtig gut aus. Es wird immer schlimmer. Das Spiel hätte sowas von mit Oculus Rift rauskommen müssen. Okay, es ist vorbei. Es hat ein bisschen geblubbert. Jetzt. Ich sehe nichts.
Jetzt sehe ich was. Nicht weglaufen. Welche Richtung? Die Richtung. Hier ist eine Tür. Okay, hier sind unsichtbare Lichter. Unsichtbare Lichter. Ich gehe mit. Upsa, abgebogen. Hopp. Manchmal ist er flotter drauf. Warum ist er flotter drauf? Die Richtung. Jetzt hier. Ich werde mit euch, irgendwo ist hier eine Tür. Irgendwo rechts muss ich rein. Sonst muss ich hier die ganze Zeit mitlaufen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht mal, was ich hier suche. Meine Theorie mit dem Kühlschranklicht hat immer noch Bestand. Oder? Hat immer noch Bestand. Hier ist eine Tür. Geh hier rein. Tür ist weg. Die Tür ist weg, wo ich reingekommen bin. Okay. Ich denke mal, ich mache was richtig. Ah ne, die ist doch nicht weg. What the fuck? Bin ich nicht hier? Könnte schwören, die war weg. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Effekte sind alle sau cool gemacht. Alles irgendwie so ziemlich super originell. Aber es ergibt einfach alles keinen Sinn. Einfach alles so keinen Sinn. Das ist eine fliegende Plattform, okay, verstehe. Jetzt auch alle langsam runterkommen. Ja. Ja, okay. Ich dachte schon, ich muss rumjumpen. Muss ich vielleicht auch? Wer weiß. Frage ist immer, wohin? Die Frage bei dem Spiel ist immer, wohin? Wozu? Weshalb? Japan! Okay. Puzzle. Okay. Lö. Neuer Raum. Okay, es ist rötlicher geworden. Es ist sehr rötlich geworden. Ich könnte das jetzt so interpretieren, dass das, was Lucy macht, ihr schadet. Dass das, was sie macht, schlecht für die Gesundheit ist. Stimmt es hier im... So, ich bin mir aber sicher, ich habe nur zwei Räume gelöst, aber wir haben drei Lichter. I knew it. I knew it. Ja, okay. Sind wir gewohnt. Wenn man eines bei diesem Spiel gewohnt ist, ist es Mindfax. Mindfax regiert das Spiel. Okay, die Abstände werden größer. Kann ich mit leben. Ist alles noch verständlich. Licht an, Licht aus. Licht an, Licht aus. Deeper into Madness. Wir gehen immer tiefer. Und jetzt gehen wir immer schneller. Speed is key. Und wisst ihr was, Leute? Wenn ihr verstehen wollt, wie das Spiel zu Ende geht, ich bin mir nicht mal sicher, ob ihr das werdet, ob ich das werde. Ob es jemals einen Sinn ergeben wird. Aber ihr müsst auf jeden Fall in die nächste Folge reinschalten, weil Deeper into Madness geht noch tiefer. Wir müssen noch tiefer in das Spiel reingehen. Gebt den ganzen Daumen hoch. Lasst ein Abo da. Schönes Spiel.
Nein, ich mein's ernsthaft. Ich weiß, ich mecker viel. Das Spiel ist aber sau originell. Das kommt aber alles noch. Wir wollen noch ein bisschen weiter zocken. Wir wollen noch deeper into Madness gehen. Schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge vorbei. Ich bin mir sicher, wir sind noch nicht mal mehr so weit weg. Von daher, gebt mir Flosse.